Ahaha! Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Duke Nukem Manhattan Project. Ja, auch ich mag den Duke. Meiner Meinung nach einer der coolsten Spielecharaktere, die es überhaupt gibt. Und jetzt, hört euch die Musik an! Ich bin der Duke Manhattan Project. Okay, genug von diesem Quatsch. Ich werde jetzt einfach mal anfangen. Auf normal. Ja, das ist... Okay, ich lese vor. Ein Wurm ist im Big Apple. Radioaktiver grüner Glob ist in die Wasserversorgung der Stadt geströmt und verwandelt alle Kreaturen in den Abwasserkanälen, die es berühren, in menschenjagende Mutanten. Dies war kein Unfall, sondern das Werk von Morphix, einem brillanten Kopf auf Abwägen. Gut, da haben wir auch schon gleich unseren Gegenspieler, Morphix. Ich werde dich vernichten. Drücke eine Taste. Da bin ich, der Duke. Ist das nicht ein schönes Bild? Hey, da bin ich ja sogar mit einer goldenen Pistole. Und die Menge jubelt mir zu. Oh nein! Schweinekops! Ha! Let's rock! Und das ist das Motto dieses Spiels. Let's rock! Level 1! Wow, wie ich ohne Anstrengung einfach mal die Tür eintrete. Gut, da unten haben wir unser Interface und ich sehe nichts. Ist das gewollt? Ich versuche das mal einzulösen, bis gleich. Gut Leute, ich habe es zum Glück geschafft, das Problem zu lösen. Und ja, dann mache ich doch einfach mal weiter mit Duke Nukem Manhattan Project. Jämmerliches Schwein. Die Steuerung ist eigentlich ganz leicht. Ha, wir können sogar treten, wie ein Overlord. Ha. Und wir erledigen ein paar Schweine und sammeln dabei Munition ein. Du kannst Duke-Objekte wie zum Beispiel Leitern hinaufklettern lassen, wenn du Up-Arrow drückst. Versuche auf diesen Antennenturm zu klettern. Nichts leichter als das für einen Superhelden. 50 Munition, wow, genau das brauche ich. Und was ist das hier? Nuke! Jeder Teil einer Episode enthält 10 Atomwaffen, die Duke sammeln muss. Finde alle 10 und verbessere irgendwas. Na, da haben wir noch einen. Nicht sehr stark. Ah, da ist noch ein Antennenturm. Bitch! Boom! Hey! Wir haben ihn ins Gesicht getreten. Ah, verdammt. Hoffentlich habe ich davon jetzt kein Leben verloren. Da vorne ist Munition. Ja, das Spiel ist insgesamt auch nicht so lange. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie lange ich damals für das Durchspielen gebraucht habe, aber es hält sich in Grenzen. Ja! Eine Atomwaffe! Nuke! Oh nein! Puh, das war knapp. So, jetzt können wir hier reingehen und noch mehr Munition holen. Ja, wir dürfen nicht vergessen... Ja, ich dachte, da war was. So, und jetzt können wir hier lang gehen, indem wir einfach nach oben drücken. Bitte warten! Ein geheimer Bereich! Yeah, du hast ein geheimes Gebiet gefunden.
Bestandteil von jedem Level ist es auch, Babes zu retten. Wie es der Duke schon immer getan hat. Bam. Und hier schalten wir doch mal eben einen Reaktor aus. Miep. Lustig ist auch unten die Lebensanzeige. Ego. So, dann hätten wir hier noch einen Duke. Hey, was ist da oben? Don't kill mutants. I kill mutants. Nein! Welche Sau, im wahrsten Sinne des Wortes, hat den wieder angeschaltet? Ups. So. Oh Mann, die halten ja wirklich nichts aus. Warte erstmal, bis ich die Shotgun hab. So, hier geht's weiter. Yeah, piece of cake. Das erste Duke-Spiel, das ich gespielt habe, das war als kleiner Junge. Da habe ich Duke Nukem 3D gespielt. Und hier haben wir die Rohrbomben. Drücke die Z-Taste. Bam. Auch eine sehr lustige Waffe. Probieren wir sie aus. Medikits, sehr wichtig. Ja. Ein Riss an der Wand, sowas wie hier. Noch ein geheimes Gebiet gefunden. Kennt einer von euch eigentlich die Anspielung auf den Duke von im Spiel Serious Sam 2? Da wird ein Skelett gefunden, das ziemlich nach dem Duke aussieht. Aber der Duke ist doch nicht tot. Ich bin einer von denen, die immer noch glauben, dass Duke Nukem Forever rauskommen wird. Ja, ich werde die Hoffnung niemals aufgeben. Kann ich hier. Okay, nein. Egal, spring auf dieses Dach. Hey, Solar. Nein, Schweine kommt. Morphix, ich werde dich finden. Ah, das ist auch cool. Wow. Wow, wow. Nein, das Medikit will ich aufnehmen. Sehr schön. Immerhin habe ich schon 5 Nukes. Oh nein, ein besserer Schweinekopf. Wow. Was ist das da drüben? Ein Nuke. Eine verschlossene Tür. So was Kompliziertes gibt es hier? Hoch, nie. Ja. Da ist sie. Ja. Shotgun. Shotgun. Boom. Hierfür brauchen wir eine Keycard, die wir nicht haben. Keycards. Du hast ein geheimes Gebiet gefunden. Noch ein Nuke. Jetzt habe ich schon 7. Wow. Wollen wir doch mal gucken, wo die Keycard ist. Ah, hier oben. Guck mal, ein Babe. Uiuiui. Sorry, honey. I got some ass kicking to do first. Immer diese geilen Sprüche, ey. In jeder Episode sind 3 Mädels. Ja. Hier haben wir das erste gefunden. Und da öffnet sich die verschlossene Tür. Blub. 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 Mensch, Duke, du kannst ja wirklich gut springen. Aber für einen so coolen Typen wie dich ist es auch kein Wunder. Wow! Coole Typen fallen eigentlich aber nicht in Abgründe.
Zumindest nicht da, wo ich herkomme. Ich bin nämlich auch einer. Nein. Ja, dann wollen wir doch mal gucken. Funktioniert das? Nein, leider nicht. Na ja, gut, im nächsten Video werdet ihr dann mehr sehen. Bis dann.